Der Opel Kadett C ist im Prinzip kein seltenes Auto, aber wenn wir natürlich mal in die Szene gucken und uns die Überlebenden anschauen, dann sehen wir Coupés und GTEs und den Aero, also die seltenen Varianten, die restauriert worden sind. Und wir sehen praktisch nie ein Auto wie dieses hier, den Kadett 1000, das Sparmodell ganz ohne Ausstattung, damals nach der Energiekrise als Einsteigermodell für sparsame Kunden, die Angst um ihr Geld hatten, auf den Markt gebracht. Eine echte Seltenheit, und wir haben hier Nina Brasse, die Besitzerin dieses Fahrzeugs, die uns jetzt erzählt, hoffentlich erzählt, warum es ausgerechnet die Straßenbahnausstattung sein musste und kein Coupé und kein Aero. Nina, warum dieser? Es war tatsächlich eher ein Zufall, hängt aber mit der Form zusammen und der Farbe. Für mich ist dieser Wagen formvollendet im wahrsten Sinn des Wortes, im goldenen Schnitt, absolut perfekt gelungen. Nur von Optik her alleine. Und die Basisausstattung funktioniert natürlich und war für mich jetzt damals auch vor 5 Jahren, als ich ihn gekauft habe, erschwinglich. Ja. Also dahingehend habe ich mir gesagt, das lohnt sich, jetzt nochmal einen Oldtimer zu fahren in meinem Leben. Und ich muss auch sagen, es ist immer wieder originell, wie die Reaktionen sind. Kinder zum Beispiel erkennen diesen Wagen als, das ist ein Auto. Ja, so male ich meine Autos. Die finden das total klasse. Und natürlich einmal verliebt und die Liebe hält bis heute und wird auch noch die nächsten 20 Jahre hoffentlich halten. Ich habe erfahren, dass man auch zu ihm sagt, Kadett Zäh, also mit Zeppelin geschrieben. Und das kann ich bestätigen. Also er fährt auch im Winter und bringt mich von A nach B und ich fahre auch gern Langstrecke. Und die Form war damals tatsächlich ein Argument. Ich habe in einem alten Testbericht gelesen, dass es zwar ein einfaches Auto ist, aber ein einfaches Auto, das nicht ärmlich wirkt, was damals ganz viele Kunden vom Kadett C überzeugt hat. Und du fährst im Winter auch, also das heißt auch, wenn Salz gestreut wird und unter Ernstfallbedingungen? Tatsächlich ja. Es ist mein einziges Fahrzeug, was ich habe. Und ich nutze ihn wirklich als Alltagswagen. Also für das, was ja auch damals spruchreif war, es sollte ja ein Alltagswagen für die grobe Masse sein, sozusagen den Durchschnittsverbraucher. Und so würde ich mich jetzt auch mal bezeichnen. Aber wie findet man einen Kadett, den es eigentlich gar nicht mehr gibt? Auch ein Zufall. Also er wurde damals exportiert, direkt von Bochum nach Slowenien. Und eine slowenische Dame mit Geschmack hat ihn sozusagen bis zu ihrem Lebensende gefahren. Und dann war er in der Garage. Und ein Slowene hat ihn dort entdeckt und ihn sich sofort gekrallt und nach Süddeutschland gebracht und hat ihn dann nach 2 Jahren aber wieder auf den Markt sozusagen geschmissen und ihn zum Verkauf angeboten. Und dann habe ich ihn entdeckt. Ich wollte eigentlich aus meinem Geburtsjahr einen Wagen finden und die waren aber alle nicht überzeugend. Und als ich dann diesen Wagen sah, besonders mit dem langen Schalthebel, habe ich mir gesagt, das ist genau mein Ding. Weil mein allererster Wagen, den ich hatte, der hatte eine Handgangschaltung und das fand ich äußerst praktisch. Und jetzt ist er aus dem Jahr 1975, also ein Jahr älter als ich, in diesem Jahr 48 geworden und hat eben diesen eleganten langen Hebel. Der hat es mir auch angetan, weil der ist für mich so eine Erinnerung an die A- und an die B-Kadett. Ja. Wirklich, wo man gestochert hat, wie mit einem Schürhaken, aber gleichzeitig eine sehr präzise Schaltung. Das ist ganz toll. Fährst du ihn auch auf langen Strecken? Ja, definitiv. Hier siehst du es. Ich bin in diesem Jahr wieder in Wien mit dem Wagen gewesen. Und es ist auf jeden Fall ein Abenteuer, insbesondere im Sommer, weil ich werde dann in dem Wagen gekocht. Er hat ja nun mal leider keine Klimaanlage. Aber es funktioniert und ich habe natürlich auch immer ganz wunderbare Reaktionen auf der langen Strecke, was das ja auch immer zu einem Vergnügen macht. Das ist eigentlich schon mal eine ziemlich gute Antwort auf die Frage, wie viel Auto braucht der Mensch? Mich macht es natürlich wahnsinnig neugierig, nämlich wie fährt sich mit so wenig Auto, mit so wenig sehr attraktivem Auto? Und das würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Also wenn wir losfahren könnten, prima, da freue ich mich drauf. Und euch nehmen wir mit, bleibt dran. Der Kadett C war für Opel ein Erfolg mit Verspätung, weil eigentlich hätte er schon auf der IAA im Herbst 1971 stehen sollen. Aber erstens fand die nicht statt und zweitens waren der Kadett und die Coupé-Version so groß und repräsentativ geworden, dass Opel die Pläne geändert hat und dann den Ascona und den Manta draus gemacht hat. Man hat dann also auf einem weißen Blatt Papier neu angefangen und den Kadett C entwickelt. Mit einem neuen Designer, der gerade von General Motors nach Rüsselsheim gekommen war. Das war
Dave Halls. Der hatte in Amerika so legendäre Autos entwickelt wie die 63er Corvette Stingray und den 66er Buick Riviera und war ein großer Fan italienischen Karosseriedesigns. Und an den italienischen Designern hat er sich beim Kadett C entwickelt. Er wollte vor allen Dingen mal ein schönes Auto machen. Ein Auto mit einer schwingenden Form, was ihm besonders beim Coupé gelungen ist. Und es war den Designern ganz wichtig, dass der Kadett C zwar ein einfaches Auto wird, aber ein hübsches Auto wird. Und deshalb waren sie auch ganz schrecklich auf Zinne damals, als die Controller ihnen vorgegeben haben, dass das Basismodell runde Scheinwerfer bekommen muss. Das wollten sie nicht. Sie wollten eckige Scheinwerfer für den Wagen haben und haben dann unter großem Gegrummel so eine schwarze Blende entwickelt, damit die runden Scheinwerfer hier in den viereckigen Ausschnitt passten. Das hat mir einer der Designer, George Gallien, kürzlich am Telefon erzählt, zum Jubiläum des Kadett C. Und es erzählt natürlich auch ein bisschen was davon, mit welcher Ambition bei Opel damals an diesem Wagen gearbeitet wurde. Es war für Opel natürlich auch nach dem Rekord damals das wichtigste Modell. Und der Erfolg gab dem Kadett C recht, weil er hat sich auch dann noch gut verkauft, als Volkswagen den Golf rausgebracht hat 1974. Und eine Zeit lang hat sich der Kadett auch noch wesentlich besser verkauft als der Golf. Das heißt, Generation Golf kam erst später, als er schon so ein bisschen ein älteres Auto geworden war. Was der Kadett C nicht zu bieten hatte, als er im Herbst 1973 dann auf den Markt kam, das war ein modernes Schrägheck mit großer Heckklappe. Aber er hatte dafür ein ganz anderes Argument. Das sehen wir hier, nämlich einen riesigen, höhlenhaften Kofferraum. Also wirklich einen Kofferraum, mit dem eine Familie 2 oder 3 Wochen in Urlaub fahren konnte. Das hat erst mal geholfen, bis dann 2 Jahre später der Kadett City erschien. Das war der etwas kürzere Kadett mit Schrägheck und mit einer Heckklappe. Natürlich sollte er dem VW Golf damit Paroli bieten, hatte den kleineren Kofferraum. Aber der Kadett, der Familienkadett, der Alltagskadett, das war die Stufenhecklimousine. Und das ließ sich natürlich dann toppen mit dem Kadett Caravan, der wirklich ein richtiger, tauglicher, kleiner Kombi war für Gewerbetreibende und Handwerker. Und damit natürlich unschlagbar, weil vom Golf-Variant hat man in Wolfsburg damals noch lange nicht geträumt. Zum genialen Minimalismus dieses Basiskadett gehört auch, dass es keine Motorhauben-Innenentriegelung gibt, sondern so ein bisschen Fingerhakeln in der Kühlermaske des Kadett. Da muss man hier also die Zunge etwas nach links schieben und dann daneben den Hebel nach oben. Und wo ist er? Dann entriegeln. Und dann sehen wir ein Wunderwerk der minimalistischen Mechanik, nämlich, das haben wir gleich, den 1-Liter-Motor des Kadett A, also das genaue Gegenteil eines Hightech-Motors. Also nichts oben liegende Nockenwelle, sondern ein ganz klassischer Stößelstangenmotor, 1 Liter Hubraum, 40 PS. Schon zu Beginn der 70er Jahre, also wirklich wenig Leistung, aber heute immer noch genug, um mit dem leichten C-Kadett zumindest durch die norddeutsche Tiefebene zu fahren. In den Kasseler Bergen wird es ein bisschen zäh mit 1 Liter Hubraum. Ansonsten ist es aber eine Minimalmotorisierung, die auch heute noch im Alltag funktioniert und vor allem lange funktioniert. Weil diese Motoren hatten wirklich schon zu ihrer Zeit das ewige Leben und hielten 150.000, 200.000 und mehr Kilometer. Dieser hier ist kein Ausstellungsstück, aber eben ein Alltagsmotor in einem Alltagsauto. Es gibt nicht vieles in so einem Basiskadett, aber alles, was es gibt, macht einen überlegten und sauber zusammengebauten und irgendwie seriösen Eindruck. Ich sehe hier Rundinstrumente, die wirklich gut ablesbar sind. Das ist alles intuitiv bedienbar. Ich sehe ein Cockpit, das auch nach fast 50 Jahren immer noch so aussieht, als wäre es gestern in Bochum eingebaut worden, und Sitzbezüge, die aussehen, als hätten sie gestern die Fabrik verlassen. Das heißt, alles an diesem Auto wirkt frisch und unverschlissen. Und es ist ein
Vollwertauto. Der Kadett C war ein billiges Auto, aber ein Vollwertauto, das in keiner Hinsicht ärmlich gewirkt hat. Das zeigt sich auch in der Sitzposition. Man sitzt auch als großer Mensch gut. Das Auto ist übersichtlich. Ich sehe alles. Niedrige Gürtellinie, heller Innenraum. Das ist insgesamt angenehm. Der einzige Anachronismus ist dieser lange Schalthebel, der hier direkt auf dem Getriebetunnel sitzt. Der ist wirklich noch übrig aus der Frühkadettzeit vom Kadett A und B, die damals diese langen Stocherschalthebel hatten. Aber es ist gar nicht viel zu stochern, weil auch das Getriebe funktioniert sehr präzise. Insgesamt also ein Auto, von dem man sagen kann, damit kann man heute eigentlich noch im Alltag fahren, 40 PS hin oder her. So wenig C-Kadett habe ich noch nie gefahren. Ich glaube, ich habe nur ein 6 gefahren. Das war sehr vergnüglich. Bin mal gespannt, wie sich es hier im Wirtschaftswundermodus anfühlt. 40 PS. Ja, und erstmal hier habe ich. 48 Jahre später. Habe ich jetzt den richtigen drin? Ja. Läuft ja immer noch. Gucke mal. Genial. Der steht richtig gut im Futter. Also ich meine, das ist ein gut gehender 1-Liter-Motor. Ich habe ihn auch gut pflegen lassen in den letzten Jahren und im Augenblick läuft er wirklich astrein, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Der A-Kadett galt ja damals auch als sportlicher kleiner Opel mit 40 PS. Ich meine, das ist ja der Motor aus dem A-Kadett. Das ist ja der Motor, der 40 PS-Motor ist ja im Grunde ein konstruktives Überbleibsel aus dem A-Kadett. Das hatten sie gewissermaßen dann noch als Restposten. Und dann haben sie für die Pfennigfuchse den Sparkadett mit dem ollen Motor, den sie eigentlich schon abgeschrieben. Bei B-Kadett hat es ja keinen 1-Liter-Motor gegeben, interessanterweise. Und nach der Energiekrise hatten die ja alle Panik in Deutschland. Jetzt ist unser Geld nichts mehr wert und um Gottes Willen, und wir müssen die letzte Mark noch sparen. Und dann kamen die Sparkommissare und haben anscheinend gesagt, die Menschheit hat auf einen Kadett C mit 40 PS wie beim Kadett A gewartet. Und das war dann das Ergebnis. Es gibt übrigens noch eine Exklusivität bei diesem Wagen. Erzähl. Als ich mir den gekauft habe, habe ich in Österreich gelebt. Und dieser Wagen ist der allereinzigste 1,0er Wagen, der jemals österreichische Straßen geküsst hat. Ja gut, das haben sie damals im Neuwagen, zur Neuwagenzeit versucht zu verhindern, damit nicht irgendein österreichischer Geizkragen damit irgendwelche Alpenpässe versucht hochzufahren mit 40 PS, oder? Du meinst, das war Absicht? Ich denke, das war Absicht, weil in Deutschland hat es den 40 PS Kadett noch gegeben. Und in Österreich nicht. Und das, also ich vermute mal, dass die für Österreich gesagt haben, um Gottes Willen, also so einen Schlangenstifter wollen wir hier nicht haben, Verkehrshindernis. Das war auch sehr originell und einmalig für mich, den Wagen dann vom österreichischen TÜV überhaupt freigelassen zu werden, weil die kannten das Modell nicht und ich musste es mit mehreren Schriftsätzen von Opel Deutschland bestätigen lassen. Beweisen, dass es das überhaupt ja, gibt. Genau, ja, dass ich den nicht erfunden habe. Wenn die denn gucken, die Jungs, ne, auf den Straßen, Mensch, was? Und der hat sogar eine Anhängerkupplung. Ja, ich meine, die Jungs gucken immer. Eine Frau in einem Oldtimer, das ist damit. Das stimmt, damit bist du Königin der Herzen, das ist ja klar. 75. Und wie sind Sie? Also, wie alt sind Sie? Älter. Es ist so ein bisschen, so ein Kadettfahren ist so ein bisschen wie als Erwachsener auf den Spielplatz gehen und auf der Kinderschaukel zu schaukeln, so, ne? Weißt du? Okay. So ein schlichtes, aber schönes Vergnügen. Ich mag das gern. Ich bin tatsächlich nichts anderes gewöhnt, wirklich, weil ich ja vor 5 Jahren tatsächlich 13 Jahre lang keinen Wagen hatte. Und dadurch war das für mich überhaupt schon eine Verbesserung von 0 auf 100. Ich finde es toll. Also ich meine, man muss sich ja die Frage stellen, es waren ja damals nicht die armen Hunde, die sich so ein Auto gekauft haben. Es war ja so der deutsche Mittelstand. Ich erinnere mich an eine Studienrätin auf unserem Kleinstadtgymnasium, an einen Postbeamten in der Nachbarschaft der Eltern. Das war ja wirklich ein Auto für die bürgerliche Mitte.
Und die sind damit jeden Tag gefahren und sind in Urlaub gefahren, auch weit in Urlaub gefahren. Ich erinnere mich an diese Familie in der Nachbarschaft, die hatte auch einen mit einem langen Schalthebel und mit vier Türen, also 40 oder 52 PS. Und ich weiß noch, als Kind, die sind damit irgendwie nach Jugoslawien oder nach Sizilien oder auf jeden Fall haben die weite Reisen gemacht. Mhm. Das ging doch damals auch. Ja. Warum sollte das heute nicht mehr gehen? Und, hat Spaß gemacht? Ja, wunderbar, das war toll. Ah, was für eine tolle Zeitkapsel. Das ich geht, weiß jetzt, ne? Ja, das geht. Ich weiß jetzt auch, warum du ihn im Alltag fährst. Man kann ihn im Alltag fahren. Man kann es auch ohne 400 PS Systemleistung und ohne Klimaautomatik. Es geht. Man kann damit einfach fahren und hat sogar eine große Freude dran. Also das ist ganz toll. Und er passt in jede Parklücke. So schön schmal. Und man bietet mir auch Parklücken insofern. Aber er passt nicht mehr in jedes Leben, weil es diese Autos nicht mehr zu kaufen gibt. Das heißt, wenn wir jetzt empfehlen, Leute, euer Leben wird reicher mit einem Opel Kadett C in Sparausstattung, dann führen wir natürlich auf die falsche Fährte, weil es wird keine mehr geben, oder? Ja, du sagst es. Rote Liste. Die rote Liste, ja. Warum es diese Autos nicht mehr gibt und warum auch andere Autos fast restlos aussterben, das könnt ihr im Link nachschauen. Da haben wir nämlich die Videos verlinkt von der roten Liste der Allerweltsautos. Und wir erklären, warum auch Erfolgsautos und sogar richtig talentierte Typen fast restlos aussterben. Habt viel Spaß dabei. Wir hatten ihn hier und heute im Opel Kadett C. Bis bald. Bleibt dran.